Hallo, moin, moin, meine lieben Hexen und Zauberer. Herzlich willkommen zurück zu Let's Play Harry Potter Hogwarts Mystery. Was im letzten Part geschah. Bill will Fluchbrecher werden und wir haben Kniesel kennen und Besensurfen erlernt. Im Endeffekt nichts allzu Interessantes, somit umso besser, dass wir jetzt endlich zum vierten Jahr Kapitel 14 in Hogwarts kommen. Das Spinnenversteck. Torvus wird dich zum verwunschenen Verlies führen, aber nur unter der Bedingung, dass Hagrid dich begleitet und du dich auf den Kampf mit Riesenspinnen vorbereitest. Yay! Riesenspinnen! Ich freue mich. Allerdings treffen wir unsere Freunde erst in 3 Stunden. Ja gut. Bedeutet, wir fangen jetzt doch noch nicht mit Kapitel 14 an, sondern wir machen erstmal weiter mit Quidditch. Und dort sind wir in Kapitel 5, Aufgabe 2 und wir treffen uns mit Orion. Jetzt bin ich mal gespannt, was der alte Schlawiner von uns möchte. Denn da weiß ich ehrlich gesagt gar nicht mehr so genau, wo wir stehen geblieben sind. Nein, du willst jetzt nicht schon wieder balancieren. Ich bin hier, um dich noch einmal nach dem Quidditch-Probetraining zu fragen. Ja. Gut. Also das ist auf jeden Fall eine sehr gute Antwort. Die habe ich mir so erhofft. Genauso. Orion? Er meditiert, Herzchen, er meditiert. Stör ihn dabei nicht. Soll ich auf deiner Höhe kommunizieren? Das klingt irgendwie voll böse. Nicht meine Höhle. Unsere Höhe. Auf dem Quidditch-Feld sind wir alle gleich. Er ist irgendwie gruselig. Es ist selten, dass jemand seine Balance so schnell findet. Nun, ich möchte erfahren, was ich tun muss, um eine Einladung zum Jägerprobetraining zu erleben. Du kannst jetzt deine Frage stellen. Oh, toll, Wichtel. Super! Und warum stört ihn das nicht? Und warum werden wir jetzt 8 Stunden von Wichteln belagert, indem wir versuchen, unser Gleichgewicht zu finden? Was ist denn das hier schon wieder? Nicht fallen. Nicht fallen. Hat er das extra gemacht? Wichtel! Es sind Wichtel! Das habe ich auch schon erkannt, Herzelein. Und warum ruckelt das Spiel gerade so? Wieso? Orion, was geht hier vor sich? Nicht nur mein Besen wackelt, sondern auch das komplette Spiel. Es ruckelt total. Warum torpedieren die Wichtel meine Internetverbindung und meine Aufnahme? Und mein Klicken und sowieso die ganze Nox-App. Ich habe das Gefühl, das bricht hier gleich alles zusammen. Und wie um alles in der Welt kannst du so ruhig bleiben? Ich versuche hier gerade nicht runterzufallen und du bist der Chili-Milli vom Dienst. Was ist denn das? Jedes Mal, wenn ich hier rein... Also irgendwie scheint das Spiel gerade hart überfordert zu sein mit den Wichteln. Aber nur dann, wenn ich auch reinklicke. Hat er jetzt allen Ernstes absichtlich Wichtel hier rausgelassen, um uns ins Struggeln zu bringen? Man weiß es nicht genau, wir werden es herausfinden. Ich mache einen kurzen Cut. Bis gleich. Ladies and Gentlemen, wir haben es offiziell geschafft. Die Wichtel sind fort und wir stehen immer noch auf unserem Besen. Großartig! Du hast mich nicht nach dem Quidditch-Probetraining gefragt. Ich war zu sehr damit beschäftigt, Wichtel zu verscheuchen. Ist mir überhaupt nicht aufgefallen. Wie konnte dir das nicht auffallen? Konzentriere dich. Wenn Konzentration und Balance aufeinandertreffen, kannst du die Wichtel Wichtel sein lassen. Ja, gut, wir bestätigen das mal. Ich verstehe. Das war also eine Lektion. Quidditch erfordert Konzentration und Balance, um Ablenkung auszublenden. Genau. Quidditch in seiner reinsten Form bedeutet, dass wir unsere persönlichen Wichtel nicht mit auf das Feld nehmen. Boah, das ist so deep.
Das ist so deep. Das sollte man sich auch mal für den Alltag merken. So, bleib konzentriert, geh an die Arbeit und nimm deine inneren Wichtel nicht mit. Das ist voll gut. Ich glaube, Orion wird mein neuer Yoda. Nur, dass er besseres Deutsch spricht als Yoda. Wichtel waren so ziemlich die einzigen magischen Geschöpfe, die du nicht genannt hast, als ich sie verscheucht habe. Feuerkrabbe, Blubberwurm, Niesel, Niffler, Feuerkrabbe, Flubberwurm, Niesel, Niffler. Du solltest dir diese magischen Geschöpfe merken. Feuerkrabbe, Flubberwurm, Niesel, Niffler. Warum sind diese Geschöpfe so wichtig? Alle Geschöpfe sind wichtig. Ich meine, was haben sie mit Quidditch zu tun? Was haben wir mit Quidditch zu tun? Du beantwortest meine Fragen ständig mit Gegenfragen, Orion. Ist dir dabei schon aufgefallen, wie lange du schon balancierst? Ich habe wirklich schon eine ganze Weile balanciert. Wie lange machst du das normalerweise? Bis das Training anfängt. Also jetzt. Aber wir haben noch nicht über das Quidditch-Probetraining gesprochen. Die Zeit zum Reden ist vorbei. Die Zeit zum Trainieren ist gekommen. Wow! Ist das dein Ernst, Orion? Was ist das? Zeit-Toffees sind jetzt erhältlich. Nutze Zeit-Toffees, um bestimmte Timer zu reduzieren oder zu überspringen. Es beschleunigt den Fortschritt um maximal 3 Stunden. Ein seltener Fund. Bald kannst du weitere Toffees freischalten. Mit Zeit-Toffees kannst du regelmäßig Wartezeiten von bis zu 3 Stunden reduzieren oder überspringen. Goldene Zeit-Toffees lassen dich unabhängig von der Dauer durch jede Wartezeit rasen. Das klingt interessant. Habe ich mir jetzt welche geholt? Ich habe draufgeklickt. Vielleicht habe ich jetzt welche. Man weiß es noch nicht so genau. Und es gab wieder Belohnungen für alle. Ich liebe Belohnungen in diesem Spiel. So, wir müssen jetzt also 2 Quidditch-Freundschaftsspiele abschließen. Das mache ich allerdings außerhalb der Aufnahme. Und dafür machen wir weiter mit der Hauptquest. Und zwar müssen wir jetzt mit unseren Freunden über das verwunschene Verlies sprechen und dafür treffen wir uns mit unseren Freunden im 3 Besen in Hogsmeade. Also, wenn wir uns hier überall durchgeklickt haben, geht es hier rein. Auf geht's! So. Danke für all die Kundschaft, Valkyria. Ja, gerne. Die habe ich alle hier eingeladen. Wo ist Mr. Bilms? Es scheint, als wäre er normalerweise immer hier. Das stimmt. Mein Gott, wie sie da schon hocken. Alle beieinander. Zufälligerweise haben mich meine Nachforschungen über verdächtiges Hauself-Verhalten auch nach Hogsmeade gebracht. So, so. Interessant. Möchtest du dich vielleicht zu uns setzen, Tulip? Danke, dass ihr alle gekommen seid. Ich habe auch versucht, Hagrid einzuladen, aber es hat keiner geantwortet, als ich vor seiner Hütte war. Stand er da nicht gerade eben vorm Kamin? Ich wollte alle meine Freunde dabei haben, um mich auf das verwunschene Verlies im Wald vorzubereiten. Vielleicht bin ich ja die Einzige, die so denkt, aber zu viel Planung ist Zeitverschwendung. Außer bei Streichen. Natürlich. Also, ich denke, wir sollten uns auf alle Eventualitäten vorbereiten. Wir wissen immer noch nicht, was das nächste Verlies bewacht. Die fürchterlichsten Kreaturen, die sich im verbotenen Wald befinden. Woher weißt du das? Ich weiß es nicht, aber du hast Zentauren und Rotkappen getroffen. Und der Zentaur sagt, dass beinahe alle Trolle und Riesen verschwunden sind. Es muss etwas sein, das noch fürchterlicher ist als sie. Woher weißt du, dass das verwunschene Verlies von den fürchterlichsten Kreaturen des Waldes bewacht wird?
Bei mir immer sowas passiert. Also, ich bin mir sicher, dass wir einen Plan schmieden können, der uns alle darauf vorbereitet, dem Wächter des Verlieses gegenüberzutreten. Was oder wer auch immer sein mag. Können wir Butterbier trinken? Mein Gehirn arbeitet besser mit Butterbier. Das geht sogar noch besser. Ist das nicht geschummelt? Ist das nicht... Das sieht irgendwie geschummelt aus, wenn da zwei Butterbiere stehen und du jetzt Engorgio zauberst, um die zu vervielfältigen. Oh, es waren sogar... Oh, wow. Ich kann mir keinen besseren Weg vorstellen, einen Plan zu schmieden, als mit tollen Freunden und jeder Menge Butterbier. Madame Rosmerta! Die Schüler schummeln schon wieder! Die Schüler zaubern das Butterbier größer. Madame Rosmerta, dürfen die das? Ich wage es zu bezweifeln. Die macht doch gar keinen Umsatz so. Und Hagrid steht da, ja? Er steht da und unterhält sich mit anderen Ravenclaws. Wir sind also mittlerweile abgeschrieben. So sieht's nämlich aus. So, wir haben jetzt 3 Stunden Zeit, um uns mit unseren Freunden zu beratschlagen. Und mir fällt gerade auf, wie unglaublich viele Freunde wir mittlerweile gesammelt haben. Das ist echt gruselig. So, und die einzigen, die trinken dürfen, sind Rowan, Penny und Bill. Und Barnaby sitzt die ganze Zeit traurig daneben, obwohl er ja gerne das Butterbier haben wollte. Ich finde das ein bisschen unfair. Ich meine, er fragt, Leute, können wir ein bisschen Butterbier trinken? Und dann so, ja, kein Thema, ich zauber dieses Bier jetzt groß, weil wir nämlich nur Geld haben für 3 verdammte Humpen. Und Barnaby sitzt daneben und kriegt keinen Schluck ab. Ist das noch fair? Barnaby wird immer nur gemobbt. Und das ist der Grund, warum ich mit ihm ausgehe. Weil er mir leid tut. Oh. Armer Barnaby. Ich will ihn kuscheln. Er tut mir leid. Okay. Ich denke, wir sind uns alle einig. Rowan und ich werden alles über die fürchterlichsten Kreaturen des verbotenen Waldes in Erfahrung bringen. Dann werden Charlie, Barnaby und ich herausfinden, was Kesselbrand darüber weiß. Wir werden einige neue Zauber lernen, die hilfreich sein könnten. Und Bill wird uns auf den Kampf vorbereiten. Alle anderen müssen dafür sorgen, dass Rakepig und die Lehrer abgelenkt sind und herausfinden, was mit Hagrid geschehen ist. Ja, Hagrid hat sich halt mit 2 Ravenclaw-Schülerinnen verquatscht. Und hat halt keinen Bock auf uns. Ich werde Filch auch einen Streich spielen. Einfach nur so. Ich helfe dir. Ich danke euch allen nochmals. Legen wir los und erkunden wir das nächste verwunschene Verlies. Klingt auf jeden Fall nach einem Plan. Alle sind halt echt gut dabei und die beiden so, hey, komm, wir spielen Filch jetzt einen Streich. Einfach nur so, just for fun. Wir sollen als nächstes etwas über Akromantulas lernen. Ich hasse Akromantulas, weil ich Spinnen nicht mag. Ich bin der Real-Life-Ron dieses Universums. Also, ich brauche etwas Zeit, um alle Bücher über Akromantulas zu finden. Ich schicke eine Eule, wenn ich bereit bin. Und das können wir jetzt überspringen? Echt jetzt? Habe ich einen? Oh! Also, wir treffen uns dann doch jetzt schon in der Bibliothek, Valkyria. Ich denke, dass ich alles über Akromantulas gelernt habe, was man lernen sollte. Könnte, wie auch immer. Deswegen komm einfach in die Bibliothek, okay? Kein Thema, wenn ich mich hier durchgeklickt habe. Was ist das? Ist das ein neuer Stapel? Ist das eine neue Möglichkeit, Energie zu kriegen? Das irritiert mich. Das ist neu. Neue Dinge irritieren mich immer. Ich bin ein Gewohnheitsmensch. Wenn da plötzlich so ein Stapel mit Papieren liegt, damit kann ich nicht umgehen. Und das in Hogwarts, wo sich alles ändert. Welches dieser Bücher enthält den Todesfluch? Das wirst du wohl nicht in einem dieser Bücher finden, sondern eventuell in der verbotenen Abteilung. Beachte mich einfach nicht, Delacroix. Ich bin sicher nicht hier, um dich auszuspionieren. Nein, gar nicht. Ich würde nie sagen, dass ich diesen Schlafwandlerfluch mag, aber Hogwarts ist erstaunlich ruhig. Tja. Gleich nicht mehr. Danke für deine Hilfe beim Lernen über schreckliche Kreaturen, Rowan. Ach, gerne, Valkyria. Dies ist eines der wenigen Gebiete, in denen ich noch nicht ausgiebig geforscht habe. Ist es verdächtig, dass Ben sie erwähnt hat?
Ja, nein, ich weiß es nicht. Nein. Nicht wirklich. Er erwähnte, dass etwas Fürchterliches im Wald wohnt. Und er redet immer über fürchterliche Dinge. Wir sollten uns dafür fürchten, was er wirklich im Schilde führt. Wir sollten besser lernen. Ich bin mir nicht sicher, was das Verlies bewacht, aber ich bin lieber auf alles vorbereitet. Als ob Ben irgendwas planen würde. Ben ist ein Welpe, der traut sich sowas doch gar nicht. Oder? Ich meine, dann habe ich wirklich alles gesehen. Vielleicht zeigt er dann ja auch so seine mutige Seite. Eigentlich ist er ein Spion von Rake Peak und Merula ist eigentlich nur Ablenkung. Das wird sein, während wir hier so über Akromantulas lesen, dass sie bis zu 4,5 Meter groß werden können und Menschen fressen und irgendwie in den verbotenen Wald gekommen sind, vermutlich durch Hagrid. Ja, Hagrid, du hast Schuld. 4,5 Meter große Spinnen. Oh. Es wird vermutet, dass Akromantulas von Zauberern gezüchtet wurden, um Häuser und Schätze zu bewachen. Also in dem Fall wäre es durchaus logisch, wenn sie ein verwunschenes Verlies bewachen würden. Ich mache mich besser auf den Weg und finde heraus, was Professor Kesselbrand über riesige Spinnen weiß. Wie viele Gliedmaßen hat er wegen Spinnen schon verloren? Weiß man das so genau? Nächstes können wir mit Kesselbrand sprechen. Der Unterricht in Pflege magischer Geschöpfe beginnt, sobald ich diese Feuerkrabbe aus meinem Schnurrbart entfernt habe. Ja, das war dann wohl mal ein Turban, wollte ich gerade sagen. Ein Schnurrbart. Und das ging jetzt aber ganz schnell. Und Pflege magischer Geschöpfe beginnt gleich. Also ganz, ganz schnell hin. Ich finde es gut, dass wir jetzt hier alles Mögliche überspringen können. Das ist im wahrsten Sinne des Wortes hervorragend, sodass wir echt schnell mit der Story vorankommen. Ich habe gehört, dass Madame Rakepig sich darauf vorbereitet, dir eine ganz besondere Lektion zu erteilen, Delacroix. Es muss deprimierend sein, eine gewöhnliche Spinne normaler Größe zu sein, wenn es riesige Spinnen gibt, die reden können. Ich habe überall nach Hagrid gefragt, aber niemand hat ihn gesehen. Hä? Der ist doch immer noch im tropfenden Kessel, wollte ich gerade sagen. In den 3 Besen, meine ich. Entschuldigen Sie, Professor Kesselbrand. Ich würde gerne mit Ihnen über Akromantulas sprechen. Hat nicht Hagrid versehentlich eine davon in Hogwarts freigelassen? Nein. Warum stellen Sie diese Frage? Och, nur so. Einfach nur so. Kommen Sie nach dem Unterricht zu mir, Miss Delacroix. Ich erzähle Ihnen alles, was ich über Akromantulas weiß. Aber natürlich erst nach dem Unterricht, nicht? Heißt, wir ziehen den Unterricht jetzt ganz schnell durch. Und dann befragen wir ihn weiter. Bis gleich. So, dann wollen wir doch mal sehen, was er weiß. Warum interessieren Sie sich so sehr für Akromantulas, Valkyrie? Sie sind faszinierend. Sie sind furchterregend. Sie bewachen ein Verlies. Sie sind faszinierend. Ich finde sie einfach faszinierend. Ich habe gelesen, dass sie sehr soziale Wesen sind, die emotionale Beziehungen zueinander aufbauen. Nicht nur zueinander. Ich weiß aus sicherer Quelle, dass sie auch mit anderen Spezies sehr gute Beziehungen haben können. Ich bin mal wieder sehr beeindruckt von ihrem Interesse an Kreaturen und Wesen, Miss Delacroix. 10 Punkte für Ravenclaw. Haben Sie jemals gegen eine Akromantula gekämpft? Gegen eine dieser majestätischen Kreaturen? Auf gar keinen Fall! Es gibt Zauber, um sie abzuschrecken, aber ich weigere mich, sie anzuwenden. Gewalt ist äußerst selten die richtige Antwort, wenn man es mit magischen Kreaturen und fantastischen Wesen zu tun hat, Miss Delacroix. Es gibt immer einen Weg, gerade Akromantulas sind ausgezeichnete Gesprächspartner. Zumindest habe ich das gehört, irgendwo. Ich bin mir gerade nicht mehr sicher, wo. Aber ich habe es gehört. Ausgezeichnete Gesprächspartner. Oh Gott, ich soll mich jetzt auch noch mit einer Spinne unterhalten? Als nächstes treffen wir uns mit Bill. Du findest mich auf dem Trainingsgelände, Valkyria. Wir müssen dich auf den Kampf vorbereiten. Und ich hoffe, dass es jetzt eine Duellier-Quest gibt, denn das hatten wir lange nicht mehr. Doch, es sieht so aus. Es sieht so aus.
Ich habe Filch gut hereingelegt, Valkyria. Ich erzähl's dir später. Ja, hier ist wieder Liebe am Start. Also, Mrs. Norris ist ganz angetan von Sickleworth. Bin ich auch. Gehen Sie weg! Ich muss dieses Areal für eine Quidditch-Vorführung vorbereiten. Wir müssen aber jetzt trainieren. Danke für deine Hilfe beim Training, Bill. Aber gerne, Valkyria. Ich lasse nicht zu, dass mein Bruder und mein Freund unvorbereitet zum verwunschenen Verlies gehen. Mein Freund, also nicht du, weil du bist weiblich. Ich habe nur männliche Freunde. Wirst du uns einen coolen neuen Zauber für Fortgeschrittene beibringen? Nein. Willst du mit uns an unserer Haltung arbeiten? Nicht wirklich. Was machen wir dann hier? Du duellierst dich mit Valkyria. Ich werde hier stehen und euch anleiten, bis ihr es richtig macht. Es ist lange her, dass wir uns mit Charlie duelliert haben. Wir fangen mal mit aggressiv an, weil aggressiv kann ich. Okay. Ha! Fail! Ich weiß nicht, wie oft wir das machen müssen, aber er haut auf jeden Fall ordentlich rein. Dann versuche ich es einfach mal mit Depool so. Denn, ach komm schon, Maus! Denn das haut am meisten Ausdauer weg. Zumindest bei den Zaubersprüchen, die ich gerade habe. Also, Depulso! Und wir erhalten einen Empathiebonus. Und warum nimmt er immer genau das? Was? Also, Charlie! Du kannst doch nicht immer einfach mit Fläschchen werfen. Du wirfst mit Fläschchen und ich mach so... Bombarda! Boom! Stirbst du jetzt? Verbrennung für eine Runde. Bist du jetzt tot? Bitte? Bist du jetzt tot? Er ist tot. Sehr gut. Gut gemacht, Valkyria. Und du warst auch nicht schlecht, Charlie. Du wirst endlich etwas besser. Hohes Lob vom großartigen Bill Weasley. Vielen Dank nochmal, Bill. Ich denke, wir könnten nicht besser auf das vorbereitet sein, was uns im verwunschenen Verlies erwartet. Jederzeit, Valkyria. Wenn du noch einen Weasley dabei haben möchtest, musst du es nur sagen. Ja, gibt ja genug, ne? Gut, aber die nächste Lektion machen wir jetzt nicht mehr. Ich würde sagen, wir machen den Part heute ein bisschen kürzer als sonst, weil ich momentan so ein bisschen im Stress bin. Momentan ist auf der Arbeit sehr, sehr viel. Vito und ich heiraten bald und das ist alles ein bisschen arg stressig, sodass ich die Parts leider Gottes zwischendurch ein bisschen kürzer machen muss. Ich bitte also um Verständnis, freue mich, dass ihr wieder dabei wart und dann sehen wir uns beim nächsten Mal wieder, wenn wir mit Rakepick kommunizieren, wenn ich die Quidditch-Probetrainings fertig habe und ihr könnt gerne mal reinschreiben, was ihr euch sonst noch so wünscht, ob ihr mal wieder irgendwelche Freundschaftsgespräche haben wollt, wenn ja, mit wem, Butterbier trinken, irgendwelche Dates, vielleicht mal nicht mit Barnaby, sondern vielleicht mit jemand anderem, vielleicht ändert sich da ja irgendwas. Wünsche immer unten in die Kommentare rein. Bis dahin wünsche ich euch einen wunderschönen Morgen, Mittag oder Abend, je nachdem, wann ihr euch das Ganze hier anschaut. Bis zum nächsten Mal und Nox!